Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards. Das ist Cola. Pluppe, einfach Cola, weil heute alkoholfrei. Urlaub. Mandy, komm, jetzt mach erstmal hier. Ich hab keinen Bock. Komm, drück auf. Ja doch. Ja doch. So, ich bin wieder hier. Er ist wieder hier. In meinem Revier, in seinem Revier. Tachchen. Brandenburg. Ich bin wieder hier. In Brandenburg. Wir draußen, ich glaube ja da. Habe ich doch gerade gesagt. Der Killer ist wieder da. Ja, wunderbar. Gut erholt aus dem Urlaub, oder was? Killer from the block, was? Ja, gut erholt. Aus dem Urlaub oder was? Gut erholt. Ja, das hat er wohl, das hat er wohl. Wie gesagt, ich war ja Kuba, Pazifischer Ozean und war super. Sehr gut. Aber erstmal begrüßen wir euch, liebe Kuba Leute. Ist im Atlantik, du Affe. Und wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Abend. Die Folge kommt heute etwas später. Weil der Giller keinen Bock hat oder was? Weil der Arbeit die ganze Aufnahme versaut hat. So schaut's aus. So schaut's das aus. Ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Aber auch dann wäre sie nicht pünktlich um 0 Uhr erschienen. Ist auch egal. Mandy, drück auf die Taste, mein Song des Tages kommt jetzt. Ah, stimmt, genau. Mandy, drück mal auf da, mein Song des Tages. Right now. Ob Roland Kaiser, Avicii, Miley Cyrus, Bob, Eric Clapton, Giller und Arbeit präsentieren euch dein Song des Tages. Das Beste aus den 70er, 80er, 90er, 2000er, 2010er, 2020er, 2020er. Und zwar, wie ich ja gerade schon angekündigt habe, ich bin wieder hier von Marius Müller, ihm olle seine Westernhagen. Ey, der Wessi! Haben wir schon einen Song mit auf der Liste? Welchen? Johnny Walker, glaube ich. Der ist doch raus, oder nicht? Wie, haben wir die rausgeschmissen beim Frühjahrsputz? Entschuldigung, ich glaube, ich habe rausgeschmissen. Guckst du jetzt gerade nach? Ich schaue jetzt gerade aktuell live quasi nach. Live. Wir haben übrigens den 27.06.2024. Wir nehmen auf, sozusagen, also live geht es gar nicht mehr. Wir nehmen genau an dem Tag auf, wo es ausgestrahlt wird. Wenn ich das noch schaffe, das heute auszustrahlen. Aber ich denke mal, denke ich auch. Krass, Johnny Walker ist da Sache raus. Krass da aus. Dann haben wir keinen Song machen lassen. Na doch, jetzt ja. Jetzt wieder ja. Gut, also mein Song des Tages ist Westernhagen. Aber da du es gerade schon angesprochen hast, vielleicht können wir im Herbst einen weiteren Frühjahrsputz oder Herbstputz durchführen auf unserer Liste. Weil ich befürchte, ich weiß, was kommt. Du befürchtest, dass du weißt, was kommt? Ja. Ich bin dagegen. Das ist ein neues Song. Achso, mein Song des Tages meinst du? Sag mal ganz kurz, daddelst du da jetzt nebenbei wir jetzt ja auch nehmen? Ich mach meinen Song des Tages auf die meinen Song des Tages Liste. Aber dein Song. Meiner nicht. Ja, mein Song, ja. Ja. Nee, das ist gut, dann machen wir. Ich daddel nicht, während wir hier. Ja, das ja, ist drauf. Ja, ja, dein Song des Tages. Ist welcher denn? Und zwar die aktuelle Single von 0 nach 14. Ach, Brich aus. Erschienen letzte Woche Mittwoch. Aber da hatten wir ja ein bisschen eine andere Folge Giller und Arbeit gemacht. Genau, deswegen waren da zwei Songs von mir drauf. Ja, weil du warst bei Roddy Rod Stewart. Roddy Rod Stewart. Und hast deswegen die Songs von Rod Stewart draufgenommen und von Rod Gonzalez. Richtig, 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 richtig.
Genau, fand ich beide gut und deswegen habe ich es aufgenommen. Mir war einfach mal so. Ne? Ja, und wer sich das Ganze nochmal anhören möchte, hört sich gerne die letzte Folge an. Alles ein wenig anders oder alles ein bisschen anders. Irgendwie so heißt die Folge. Ist ja egal, die letzte 24. Folge. Genau, und da hört ihr den Gilla auch mal live im Interview, im Radio. Sie, habe ich euch extra aufgenommen. Ja, was war da denn los? Warum grüßt du? Warum sagst du nicht? Darf ich wen grüßen? Ja, genau. Wir wollen sie denn grüßen? Ah, den Barin Arbeit, mein Podcast-Kollege von Gilla und Arbeit. Das haben sie rausgeschnitten. Du hast erzählt so irgendwelche alten Geschichten von vor 20 Jahren. Ja, weil das halt wichtig ist. So. Das ist wie damals bei Olli Schulz, wo du Olli hingegangen bist. Die sagt, hier, ich kenne da ohne Band. Ja, ich habe ihm mal sonst keiner kennt. Ich habe ihm mal geschrieben bei Insta. So, mein Lieber, genau, du hast mir eine Frage nicht beantwortet. Genau, ich hab's ein bisschen, währenddessen habe ich die Faden verloren. Aber bitte. Na, was ist denn jetzt hier nun mit Wi-Fi oder meinem Flugmodus, wenn ich jetzt im Flieger sitze? Ich bin ja ein paar Mal geflogen. So, dann habe ich dich ja gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich meinen Flugmodus nicht anmache? Das heißt, wenn ich mein Handy so lasse, wird dann das Flugzeug abstürzen? So, was kann das passieren? Stimmt. Das habe ich nicht beantwortet. Genau. Aber hundertprozentig kann ich das gar nicht beantworten. Aber ich bin mir da fast sicher, dass da nichts passiert. Ganz einfach. Das ist einfach nichts passiert. Ja, einfach nichts passiert. Ich sage mal so, 90% aller Fluggäste, die fliegen, machen nicht diesen scheiß Flugmodus an. Und ich habe noch nie gesehen, dass irgendwer irgendwo gesagt hat, oh, guck mal hier, abgestürztes Flugzeug, gucken wir mal nach, Flugschreiber. Ach, guck, da hat wieder einer Flugmodus. Reihe 4, Platz 3. Platz 2 war frei, weil er 10 Euro mehr bei Eurowings bezahlt, damit er die Armlehne für sich hat. Ja, der liebe Gilla, der ist hier mitgeflogen. Guck mal hier, da wollte er noch dein Song des Tages, hat er noch gehört. Ja. Aber er hat den Flugmodus nicht angemacht. Ich habe mir auch was überlegt. Ne? Das nächste Mal, wenn ich fliege, ich komme gleich mal zu meinen Fluggeschichten, die ich gleich noch präsentieren möchte. Ich habe mir was überlegt, beim nächsten Mal fliegen möchte ich gerne, oder werde ich gucken, dass ich in der letzten Reihe hinten sitze. Weil ich habe... Meinst du, es ist wie bei der Achterbahn, erste oder letzte Reihe? Nee, pass auf, weil hinter mir haben sich zwei Mädels unterhalten auf dem Hinflug. Und da sagte die eine, ja, letztes Mal, als ich geflogen bin, war ich letzte Reihe. Und alles, was übrig geblieben ist von den Stewardessen, von den Snacks und so weiter, das haben sie in einen großen Beutel gemacht und dann konnten sie mitnehmen. Na gut, aber war vielleicht Zufall. Vielleicht ist es auch beim anderen Mal dann die erste Reihe. Hä, die haben hinten ihr Büro, ihre Küche. Immer bei jedem Flug? Ja. Sicher? Ja, du hast ja auch, wenn du einen Campingbus hast, hast du auch nicht vorne die Küche, sie auch hinten. Na, sicher? Naja, sei denn der Pilot fliegt rückwärts oder keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich müsste mal fragen, ich kenn Piloten. Ach, kennst du? Ja, früher, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Knochenbrecher oder was? Ja, genau. Kennst du die Geschichte, die ich schon mal erzählt? Hast du mir noch nicht erzählt, aber man kennt ihn ja hier in der Umgebung. Ist er gefürchtet. Genau, Knochenbrecher, was? Die liebe Grüße, falls du hörst. Kavi wird sich amüsieren. Ja, der hat den Namen bekommen, weil er beim Fußballverein gespielt. Oder hat er mir während des Abschlusstrainings der Saisonvorbereitung, also direkt also vor dem also Spieltag. Vor der WM. Kurz quasi nicht WM gefahren. Hat er mir einen doppelten Sprunggelenksbruch verpasst. Also im Endeffekt, er kann dafür nichts. War ein Zweikampf mit ihm und bin da halt eben blöd in der Rasennarbe hängen geblieben. Aber wir haben ihn, seitdem wurde er getauft, Knochenbrecher, Basti. Und er hat immer gesagt: Oh Mann, immer wenn wir uns gesehen haben, ich so: Ah, guck mal, Knochenbrecher. Und er so: Oh, es tut mir so leid. Ja, dann hast du natürlich lange ein schlechtes Gewissen, ne? Richtig. Und der ist übrigens Pilot. Deswegen. Oder kann ich ja mal fragen, ob er, während er fliegt, auch den Flugmodus anhat oder ob er gerade bei Candy Crush Saga Level 578 durchspielt. Nein, das ist aber nicht schwer, da 578. Also da bin ich weit drüber. Apropos Daniel und so weiter. Schick mir doch mal deinen Pokémon-Code, deinen Trainer-Code. Stimmt, du hast mir deinen Pokémon-Trainer-Code geschickt, hatte voll vergessen. Aber hast du dich nochmal nachgefragt? Ja, weil wir uns ja nicht gesehen und getroffen haben. Und weil ich einen Flugmodus an hatte. Ach so, ja, Flugmodus an kannst du übrigens nicht Pokémon. Der fragt da immer, sind sie Mitfahrer? Ja. Da musst du sagen, ich flieg den Bums hier. Ganz langsam. Und das Schöne ist ja beim Flugzeug, wenn du selber, wenn du in der Maschine sitzt und du fliegst dann übers Land, dann sieht das ja relativ langsam und unspektakulär aus. Und dann ist aber was passiert, dann ist ein Flugzeug uns entgegengekommen und das war so, keine Ahnung, das sah aus wie 500 Meter neben uns, weiter unten. Das ist uns entgegengekommen. Aber das war so schnell und natürlich, du bist ja dann auch so schnell.
Und das war schon, Naja, beide Seiten halb so schnell, aber, aber ist ja. Aber ist schon krass. Habt ihr denn die Wunken euch gegenseitig zu? Ja. Wir haben, er hat einmal kurz gehupt. Ne? Wie so ein Dampfer. Ein Schiff hast du, aber wenn die so vorbeifahren. Wie die Motorradfahrer, ne? Also, oder so, genau, kurzer Gruß, ja, Hand hoch, ja, und noch Fenster also, runtergekurbelt, Hand raus, ey. Digga, da sind wir. So, pass auf. Ob der Pilot im Flieger so, oh, kick mal da, Bernhard, grüß mal, ey, wie läuft fliegst Linie, du noch die alte Schäse? Linie 17. So, pass auf, ich bin ja in meine Destination geflogen, wo auch immer das war. Also der Flug ging, also vom Hauptflug, ich musste ja in Hamburg, ich bin von Hamburg nach Frankfurt geflogen und bin dann da umgestiegen und von da aus waren es dann nur 4 Stunden Flug. Und deutsche Lufthansa oder Lufthansa. Nichts, da gab es eine Pulle Wasser auf dem Weg. So, ne? So nach dem Motto, hier hast du Pulle Wasser, viel Spaß damit, werd glücklich. So, auf dem Rückflug dann bin ich mit der super süßen Firma Edelweiß geflogen, Agrezi. Ja, ist Schweizer. Schweizer, von, Tochterkonzern von Swissair. Digga, ich sage dir, kommst du rein in den Flieger, natürlich, ne, begrüßt, bla bla bla, und Flughöhe erreicht, gab erstmal schöne Box mit Quinoa, ich glaube es war Quinoa-Salat und ein Stückchen Kuchen. Und dann konntest du das Softgetränke aussuchen. Cola, Sinalco, Süßmost. Weißt du, was Süßmost ist? Nee, nein, weißt du nicht. Klingt irgendwie nach Apfel. Nee, ist kein Apfel. Naturtrüber Apfelsaft. Der vor mir hat gesagt, ich hätte gerne Süßmost. Und ich habe Bier verstanden. Ich wollte erst ein Bier dann bestellen. Ja. Habe ich auch nochmal schnell reingeguckt. Tetrapack. Ja, dann schon reingeguckt, nee, Bier kostet Geld. Und Bier aus dem Tetrapack schmeckt dann auch nicht so geil. Nee, dann war es aber Apfelsaft. So. Ach, warte mal, also ich glaube, ist sozusagen alles kostenfrei gewesen? Alles inklusive, Digga. Quinoa-Salat. Na, Quinoa-Salat, Kuchen, die Getränke. Die Softgetränke, genau, alles kostenfrei. Da waren die damit fertig. Cool. Dann kamen sie wieder dann angefahren mit ihrem Wägelchen und dann haben sie den ganzen Müll eingeräumt. Dann 20 Minuten später kamen sie wieder an. Dann gab es so eine Tüte mit diesen Goldfischlis. Hier so eine Art, diese knapper Gebäckdinger. Ja, genau. Aber die waren gebacken mit diesem Zeichen von Edelweiß, dieser Blume. Firmenlogo. Ja. Und dann gab es wieder Softgetränke. Okay. Wieder Süßmost, Sinalco, Wasser. Und hast du Süßmost jetzt getrunken? Nein, hab ich nicht getraut. Was hast du dann? Eine Cola. Schön. Cola. Echte deutsche Cola. Oder Schweizer. Echte deutsche Cola in der Schweiz. Richtig. Nein, wir waren noch nicht in der Schweiz. Ich war über Frankreich. Kuba, aus Kuba. Ja, ein bisschen Rum verschnitten. So, dann kommst du in Zürich an und in Hamburg und in Berlin ist es ja so, kommst du, oder fließt du von den deutschen Flughäfen oder Frankfurt, dann hast du da deine Presseshops, dann hast du da deine Douglas und so Geschichten, Alter, dann kommst du in Zürich an, als erstes rechts Rolex, daneben Omega, dann Breitling, dann die ganzen Edelmarken, Alter. Da wird die erstmal ein bisschen komisch. Da habe ich mal geguckt, was so eine Rolex kostet. Da dachte ich, Digga, schneller, nimmst du mal zwei mit. Schön zwei Rolex dann neu geholt. Für den Weg. Super. Oh, eine für dich und eine schenkst du deinem treuesten Podcast-Kollegen ever? Nee, ich habe zwei Arme. Eine für rechts und eine für links. Okay. Wieso soll ich dir sowas schenken? Du hast von mir ein Geburtstagsgeschenk gekriegt. Ich warte nur auf meins. Gut, dann gib mir das Mikrofon, was vor dir steht. Kannst du es bitte wieder zurückgeben? Das ist ja gerne wieder haben. Das ist ja gebraucht. das war ja schon gebraucht. Nein, ich bin ja da nicht nachtragend. genau. Und, ja, ich warte ja immer noch auf die große Einladung zu deinem Geburtstag. Da hast du schon ein paar Mal versprochen gehabt, aber irgendwie. Nein, die wollte ich ja eigentlich am Schottlandspiel nachholen, aber da hast du leider abgesagt. Nachdem du vorher abgesagt hattest. Nee, wieso? Du hast ja gesagt, wir können nicht kommen. Ja, genau. Aber erst hast du gesagt, du kommst zu mir. Nee, das ging ja aus diversen Gründen. Ja, genau. Ja. So. Siehst du, das ging bei uns auch aus diversen Gründen. Ach so. So, ja. Und dann, was mich am allermeisten aufregt, kommen wir mal zurück zum Fliegen. Was mich am allermeisten aufregt, wir hatten keinen Bock auf dich. So, okay, weiter. Ich weiß. Was mich dann am allermeisten aufregt, dann ist es so, bitte bleiben Sie angestellt, bla bla bla. So, und dann Flughöhe erreicht und dann stehen die Ersten auf. Alter, ohne Scheiß. Nehmen wir mal einen Grund, warum man unbedingt beim Inlandsflug, der 1,5 Stunden übrigens ja nur geht, warum man da unbedingt aufstehen muss. Was ist bei dir verkehrt? Erstmal. Ist nichts verkehrt, ja. Also beim Fliegen muss ich erstmal nach dem Starten immer gleich pullern, oder was?
Alter Schwede. Ist Freiheitsberaubung, guck mal, du bist ja angeschnallt und so, ist ja, wie damals. Am Arsch, Alter, wie soll ich hinsetzen? 70er, 80er, wo die Gurtpflicht im Auto, Freiheitsberaubung, tut mir weh, schwer. Nee, jetzt kriegt er keine, aber da auch, du musst jetzt wie starten, schneiden sie sich bitte alle an und dann, ich will hier nicht, angeschnallt, ich will mich frei bewegen ja, und dann kannst du ja irgendwann, wenn du da die Flughöhe erreicht hast, dann geht ja diese Lämpchen da aus oder die sagen, jetzt können sie sich abschneiden. Nee, ist nicht mehr. Und dann erstmal, wie ist nicht mehr? Nee, ist nicht mehr. Du musst, wenn du sitzt, musst du angeschnallt sein. Also, den ganzen Flug? Ja, aber du, mein Gott, du drückst ja nichts ab oder sowas. Ja, du, so. Mich stört das ja nicht. Aber, ja, das kannst du mal sehen. Rebellen. Alle Rebellen. Ja. Vielleicht wollen sie immer, oh, jetzt aufstehen, erstmal, puh, eine frische Lufttür aufmachen, raussehen, selfie. Ja. Nee, dann sind die so bekloppt, Alter. Dann, ich nehme jetzt mal aus meiner Tasche, die ich jetzt oben reingepackt habe, und ich gehe jetzt mal einen Apfel raus. Muss man erstmal einen Apfel essen. Alter, pack doch den scheiß Apfel unter deinen Sitz, Alter. Steh doch nicht extra Apfel auf. Am Tag, mach den Doktor weg. Ja, und dann verärgert zwar alle anderen Fluggäste, aber ja. Macht den Doktor weg. Nee, nicht alle anderen, nur mich. So, und dann verstehe ich das auch nicht. Das finde ich auch so krass. Ich habe noch nie erlebt, dass ich mal geflogen bin und da waren, keine Ahnung, vielleicht nur 10 Leute im Flieger. Wir sind irgendwie immer alle voll. Also, war jetzt bei dir leer oder war jetzt voll? Nee, ich sage ja, ich habe es noch nie erlebt. Na gut, hätte sein können, dass es nee. Jetzt, also das nee, sagt nee, mir nee, so, nee. Oh, ich habe das auch nie erlebt. Das war das erste Mal jetzt, also, weißt du? Ja, wobei, da, warte mal, ich muss sagen, da war das. Und dann ist es immer so, dann denkst du ja immer, okay. Da musst du mit Eurowings fliegen, da sind nur 10 Leute drin. So, und dann ist es ja so, da hast du dann so einen Flieger und dann siehst du ja dann am Gate schon den, also solche Gedanken habe ich dann manchmal. Dann guckst du dir dann so die Leute an und denkst dir dann so, Alter, wenn du mit denen jetzt irgendwie abstürzt oder irgendwie auf einer einsamen Insel strandest, Alter, und dann bist du mit denen, weiß ich nicht, 150 Leuten, da bist du dann auf der Insel, ey. Krass. So, und dann siehst du denn da zwei, drei flotte Bienen, drei, vier Kessel Sumsen. Und dann denkst du dir, Mensch, vielleicht sitzen die ja neben dir. Ja. Also Flugmodus anlassen, abstürzen auf eine einsame Insel. Ja, da hast du keinen Empfang, das ist ja wie hier in Deutschland. So, und dann denkst du dir, ey Mensch, na, vielleicht sitzen die ja neben dir. Aber auch das ist noch nie passiert. Noch nie ist es passiert, dass man neben mir. Ich will noch nicht mal von einer Granate sprechen, aber was Anständiges sitzt. So. Gibt's da irgendwie einen Trick, wo ich vorher schon sehen kann, Mensch, guck mal hier, Reihe 26a, da sitzt Simone oder sowas? Oder? Ja, musst du jetzt einfach die Simone vorher aussuchen und sie dann mitnehmen. Ja, am Arsch. Und sie neben sich setzen. Ja, und dann? Bist du doof? Ich nehme doch kein Bier mit in die Kneipe. Ne. Nee, man will mal auch ein bisschen, ne? Ja, sprich dich aus. Was will man denn? Nein, nicht quatschen. Nicht quatschen. Also ich kann auch mit meiner Sabine oder Simone nicht quatschen. Ja, aber die hast du aber, nee, ist auch egal. Ist auch egal. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Wurscht ist es. So, mein Lieber, wir sind mitten in der EM. Wir sind mitten in der EM, das ist richtig. Aber jetzt mal ganz kurz, war es das schon von dir und der Fliegerei? Ja, ich habe da keinen Bock mehr. Ich will jetzt erst. Also, du fliegst nie wieder? Ich habe nur mitgekriegt, du hast doch ein Gewinnspiel noch mitgemacht. Hast du gewonnen? Ja, das war, pass auf, das war von der hier Discovery oder Discover Airline, auch so eine Tochtergesellschaft von der Lufthansa. Wenn du als ausgestiegen bist, dann hast du da so einen kleinen Fragebogen gekriegt oder so einen QR-Code hast du gekriegt und musstest den ausfüllen. Wie zufrieden waren sie? Er war mit allem sehr zufrieden, war super, war mega und boah, also keine bessere Fluggesellschaft auf dieser Welt. Auch erstaunlich, ne? Früher war Lufthansa so, da war so die Marke, ne? Da hast du ja, selbst vom Matchbox gab es so diese Flugzeuge mit dem Lufthansa-Logo und so und alle haben boah, cool. Und nee, kannst vergessen. Ey, und dann vielleicht ist das der Grund, warum du nur ein Wasser gekriegt hast, weil den Kaffee, Softgetränke, Gebäck, Kuchen, Quinoa-Salat, das haben die alle eingespart, um einen Freiflug. Noch einen Flug zu. Genau, ja. Einen Freiflug noch zu verloren. Ja, dann vielleicht bin ich das ja. Ich weiß nicht. Aber dann siehst Achso, also ist noch nicht raus. Nee, ist noch nicht raus. Und dann siehst du auf dem Rollfeld, siehst du dann die großen, die zweistöckigen Maschinen, ne, hier von, ja. Von Emirates Fly und Singapore Airlines. Und das sind halt geile Fluggesellschaften heutzutage. Turkish Airlines, Singapore Airlines und Fly Emirates. Ja, Fly Emirates, ne? Oder Fly Emirates, genau. Das sind halt die, und ich habe ein Video gesehen, ne, Langstreckenflug, wie dann die nicht die Kellnerin, die anderen. Stewardess. Wie die Stewardess denn die Gäste dann zu ihrer
zu ihrem Sitz bringen. Das ist kein Sitz, Digga, das ist ein Hotelzimmer, Alter, was die da haben. Ja, da habe ich gesehen, manchmal so eine richtige, wie so ein Whirlpool sieht das aus, ja, wo die denn da so drinnen sitzen. Da brauchst du, Tränkchen bereit. Da brauchst du gar kein Urlaubsland und mit dem Hotel oder sowas. Da fließt du ein paar Stunden und sagst, ach, geil hier, mach ich hier im Flieger eine Woche Urlaub. Gut, aber ist ja auch fast der gleiche Preis dann, ne? Flieger ist teurer. Oder Flieger, ja. Flieger ist weitaus teurer. Also Fliegen ist jetzt erstmal, wahrscheinlich für dieses Jahr erstmal Feierabend. Jetzt geht's weiter mit dem Nachtzug. Wie, bist du wieder on the road, oder was? Also nicht jetzt gerade, sondern Ende Juli, Anfang August werde ich wahrscheinlich mit dem Nachtzug Richtung Osten fahren. Oh, dann werden wir vielleicht dieses Jahr in eine Sommerpause gehen, weil genau zum gleichen Zeitraum, Ende Juli, Anfang August, bin ich auch im Urlaub. Aber wo geht's denn bei dir hin? Bei mir geht's nach Budapest. Städtetrip. Städtetrip. So ein Studenten-Städtetrip. Ja, alles klar. Und machst du noch irgendwas anderes oder einfach nur, um sich die Stadt anzugucken? Ficken. Nee, Quatsch. Ich mach das wie Lothar Matthäus, ab nach Ungarn und mir da die osteuropäischen Mädels anlachen. Nein, ich will ein bisschen Kultur. Ich habe zwar keine Ahnung. Also ich will auf jeden Fall, eine Donau-Rundfahrt machen mit den ganzen schönen alten Herrschaften. Und ich will mir einfach die Stadt angucken. Also ohne Scheiß, habe ich voll Bock drauf. Und da holst du dir dann deine Simone. Da hole ich mir dann meine Simonika. Simonic. Genau. Keine Ahnung, 3 Tage. Ich habe ja schon mal geguckt und so weiter. Hotel mit Whirlpool. Fitnesscenter ist ja für mich immer steht ganz oben auf der Liste. Dass das mit dabei ist. Und dann werden wir sehen. Und dann, ich freue mich auf den Nachtzug halt, ne, weil das Bilder, die ich gesehen habe, sahen echt schick aus. Mit eigener Dusche im Abteil. Du hast dein eigenes Abteil dann für dich. Eigene Dusche, eigenes, Bad und Waschbecken und so weiter. Und kriegst Frühstück dann serviert. À la carte. Ah, inklusive. Von Stewardess. Nee, das ist ja deine Bahntresse oder so. Bahntresse, genau. So, du sagst, bei dir geht's auch in den Osten, oder was? Ja, also sowohl als auch. Einmal nach Osten, einmal nach Westen. Ein Zickzackkurs. Ah, die polnische Ostsee geht's in den Sommerurlaub. Erstaunlicherweise, die Nähe zu Polen ist ja für uns beide immer gegeben. Aber ich habe noch nie da Urlaub gemacht. Noch nie? Aber du warst schon mal in Polen oder auch noch nicht? Ich war auch schon mal in Polen, ja. Um Polen mal. Aber genau, ja, in Polen, ja. Also noch nie anders. Okay, aber kann ich dir auch sehr empfehlen. Es ist sehr schön da. Es ist günstig. Es ist wirklich günstig. Also ich habe an meiner Küche gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe. Oh, nee. Ja, ja. In der Küche gearbeitet. Ja, ja, habe ich mal. In Polen? Nee, nicht in Polen. Aber habe ich mal so ein bisschen verglichen. Und dann waren wir da im Restaurant und haben da, was war das? Wie so ein gebackener Fisch war das. Aber so richtig mit Panade und so. Aber war mal mega lecker und überhaupt nicht teuer. Also auch auch in Touristenhochbogen. Was ist das? Kolberg oder wie der da heißt. Da jetzt hin. Da, guck an. Jetzt habe ich verraten. Oh nein. Ups. Wird geschnitten. Wird geschnitten. So, und auch da ist es nicht teuer. Und es sind schöne, habt ihr da ein Hotel oder ein Häuschen? Ja, so ein Häuschen. Ah, ja, ein Häuschen cool. mit eigenem Pool dran. Ach, siehst du. Ist, genau. Ist das so ein eigener Pool oder ist das, weil es gibt ja auch teilweise so, solche Parks wo, oder so Grundstücke, wo mehrere Häuser drauf sind. Oder auch so, oder auch teilweise Container, die sie aber schön ausgebaut haben. Und das ist ein Pool für die angeschlossenen Häuser. Ja, ich glaube, das ist es. Ich weiß es aber nicht. Ich kann danach berichten. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin diesmal nur der Mitfahrer oder der Hinfahrer. Gekümmert habe ich mich um den Urlaub nicht so wirklich. Ich habe Bilder gesehen, aber habe ich jetzt so, weiß es nicht mehr. Wir haben uns mehrere Sachen angeguckt. Bei einem war es immer so, da waren so 2 Häuser, haben sich immer einen so einen Pool geteilt. Ja, ja, genau. Insgesamt so verschiedene Anlagen, so wie du sagtest, ne, so verschiedene kleine abgesperrte Anlage. Ich kann dir jetzt nicht hundertprozentig sagen. Nö, ist halt nicht so schlimm. Das kann ich dann nach dem Urlaub sagen. Du kannst es nach dem Urlaub sagen und du kannst ja vielleicht auch schöne Bilder auf unserem Instagram-Account hochladen. Giller und Arbeit für die Leute, die uns noch nicht folgen sollten. Genau, warum eigentlich nicht? Ey, ohne Scheiß, ihr Assis, ey, ohne Scheiß. Wisst ihr, ihr hört uns, aber kein Arsch folgt uns. Jetzt also bitte, ne? Macht mal überall die Glocke an und das Häkchen an und macht alles einfach an und macht mal Licht an, dass ihr uns auch seht, wenn ihr uns hört. So, genau, haben wir das. Genau, und dann jetzt nach Westen. Ja. Noch eine zweite Woche, aber hier im Inland. Ah. Düsseldorf, Köln, Bonn. Fast. Nach
Düsseldorf war ich ja gerade erst. Ja. Das erste Mal in diesem Jahr. Demnächst geht es nach Wuppertal. Nach Wuppertal, wo die Schwebebahn in Wuppertal ist. Bin ja mal gespannt, ob ich da noch irgendwas mitkriege. Es war dienstlich, ne? Bin auch dann nur zwei Tage da. Was meinst du, ob du da was mitkriegst? Wovon mitkriegst? Na, so weit wie jetzt die Schwebebahn oder so. Oder ach so. Die ganze Zeit nur. Ja. Du kennst ja solche Sachen, haben wir ja früher gemeinschaftlich auch gehabt, als du noch arbeiten warst. Und anders arbeiten warst. Da war es ja auch so, dass wir irgendwo waren, wie zum Beispiel in Hamburg. Und nichts mitgekriegt haben. Ja, von Hamburg eigentlich nicht viel mitgekriegt haben. Außer die Reeperbahn, Digga, außer die Reeperbahn. Ja, außer das eine Mal, wo du nicht mit bei warst. Wie, einmal nachts durch die Kneipen gezogen. Ja, na, komm, das haben wir doch. Da warst du ja denn nicht dabei. Da war ich nicht mit dabei. Genau, da sind wir aber auch nicht nur nachts, sondern bis morgens. Aber gut, das sind andere Geschichten. Wer dazu mehr wissen will, der hört sich unsere geheime Folge an. Wir sagen aber nicht, welche Folge das ist. Genau. Urlaub. Bald wieder Geburtstag, ne? Genau, und Arbeit, der Podcast wird 2. Ach ja, guck an. Wird auch so zu der Zeit sein. Das wird vielleicht, ich sag mal, das wird die letzte Folge vor der Sommerpause, unsere große Geburtstagssause. Genau, und dann verabschieden wir uns. Aber wir bleiben nicht lange weg, ne? 2 Wochen. Zwei, maximal. Gebt uns mal ein bisschen Ruhe. Also 2, maximal 3. Und in der Zeit könnt ihr ja random unsere Folgen mal hören. Genau, wir müssen mal gucken, wie wir uns überschneiden mit dem Urlaub. Ja, wir gucken mal. Ich bin ja da flexibel. Ja, ich denke, du hast schon gebucht. Nee, noch nicht. Ich hatte heute noch 1-2 Fragen gehabt an die ÖBB. Und ich werde es jetzt dann gleich buchen. Genau. Naja. So, haben wir Urlaub damit abgehakt, oder was? Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt ins große EM-Spezial. Ja, also die EM, finde ich, hat super angefangen. Und jetzt ist sie aber schwach geworden. Muss man dazu sagen, ja, jetzt wird es aber spannend. Geht es wieder von vorne. Naja, Moment, was heißt es? Also ich hoffe, dass es spannend wird. Ich meine, wenn du da jetzt so einen langweiligen Spieler hast, klar, die gehen in die Verlängerung und bla bla bla, aber dann ist, wenn du da ein langweiliges 0-0 hast, da hast du auch keinen Bock drauf. Nee, natürlich nicht. Und da muss man sagen, da hatten wir ja zum Glück jetzt bei gestern, beziehungsweise vorgestern, nachdem die Folge rauskommt. Heute. Gestern war ja der letzte Spieltag mit Georgien, Portugal und Tschechien, Türkei. Ja. Gut, das war ja nochmal spannend. Das war spannend, cool. Genau. Aber ich meine, also die Glückwunsch auch an die Georgier. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ja. Die nun nicht nur das erste Mal bei der EM mit dabei sind, sondern sogar es geschafft haben, in die K.O.-Runde ins Achtelfinale einzuziehen. Mit 3 Punkten. Mit 3 Punkten. Die Ukraine im gleichen Atemzug mit 4 Punkten raus. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, oder Dänemark Platz 2 mit 3 Punkten, nicht ein einziges Spiel gewonnen, treffen am Samstag auf uns, auf die genau. Deutsche. Was ich bei Dänemark schön fand, ist, dass das erste Tor Eriksen geschossen hat. Das fand ich schön. Ja, ne? Auch in Bezug auf seine letzten EM mit dem scheiß Herzinfarkt, den er da hatte. Das war ein tolles Zeichen und war gut. Ja, sehr cool. Ansonsten muss man sagen, gerade die Gruppe, Dänemark, England, Slowenien und Serbien, ne? Ach, du stellst mir mal Fragen. Und Slowakei war die andere Truppe, die andere Gruppe. Generell eine total schwache Leistung von allen Mannschaften. Ja, also total ja. Traurig, die Spiele. Ja. Dafür haben manche Fans Massen an Geld gezahlt, um sich die Dinge anzugucken im Stadion. Und gerade die Engländer, extrem enttäuschend. Die Engländer extrem enttäuscht und auch die Belgier. Auch die Belgier. Ich meine, die wurden von den eigenen Fans wurden sie ausgebuht. Ne? Ja, also mitgekriegt, De Bruyne ist noch Richtung Fankurve sozusagen und hat dann gemerkt, oh nö, ach komm, dann hauen wir ab. Nee, würde ich nicht. Auch kein schöner Zug, oder? Nein, also, natürlich nicht. Was mich auch freut, sind die Österreicher. Also hätte ich nicht gedacht, dass die in der Gruppe den ersten Platz machen, vor Frankreich und Niederlande. Mit Sabitzer zum Schluss und noch. Aber auch Sabitzer hat sich mega gemacht. Ne? Ich meine, die letzte Zeit, die letzten Monate war er bei den Bayern auch echt gut, hat auch gute Spiele abgeliefert, aber einen absoluten Durchbruch jetzt nochmal. Zweiter Frühling für ihn ja auch, ne? Ja, in Dortmund, in Leipzig schon immer gut gewesen. Ja. Und genau, bei Bayern, wie so oft leider, weil da doch ein höherer Konkurrenzkampf herrscht als in den anderen Mannschaften. Wahrscheinlich auch ein härterer. Ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Naja, ist auch egal. Da muss man ja mal gucken. Jedenfalls auch mal ganz kurz, und dann kommen wir wieder zurück zum EM, Bundesliga, da dreht sich ja jetzt auch, ne, Gyurassi, BVB, nachgetreten gegen Tuchel. Moment,
Er grüßt nicht mal mehr. Bräuch. Was ist mit Tuchel? Da habe ich gerade nicht viel verstanden. Tuchel wurde nachgetreten von den Spielern. Er ist ein Trainer, der noch nicht mehr grüßt, der noch nicht mehr Hallo sagt. Der halt eben zum Arbeitsalltag kommt und sich noch nicht mehr begrüßt, sozusagen. Ne? Aber dann verstehe ich nicht, dass sich da einige Spieler für ihn dann noch stark gemacht haben. Dass sie jetzt. Naja, weil sie vielleicht gute Position hatten oder so, keine Ahnung. Ach, was weiß ich, ist doch egal. Komm zurück zum EM-Spezial. Wir haben es ja noch gar nicht richtig machen können, weil wir uns ja nicht weiter gesehen oder gesprochen haben. Und zwar gehen wir mal direkt auf die deutsche Fußballnationalmannschaft. 5-1 Eröffnungsspiel gegen Schottland. Wir haben von dir ja ein bisschen gehört gehabt in der letzten Folge. Bei mir waren einige, die nicht damit so zufrieden waren. Die Schotten waren ja kein Gegner und was ich völlig albern finde. Ich sag mal so, ne, jede Mannschaft, die ist auch verdient bei der EM. Die haben sich vorher qualifiziert und alles ist gut. So, und wenn die Deutschen einfach so stark sind, dass die Schotten keine Chance haben, dagegen anzukommen, ja, dann kann man auch mal sagen, Mensch, geil gespielt, aber das war halt nicht der Fall. Das hat mich ein bisschen geärgert. Das war keine geile EM-Stimmung, so wie man sie, sag ich mal, von 2006 zur WM hatte. Also das war an dem Spieltag war es nicht so. Und dann die anderen Spiele, die habe ich dann im Ausland geguckt und das war mega. Also da war super Stimmung. Ja, das staunig sowieso, also ist auch so mein Empfinden hier in Deutschland, ist so für mich so diese krasse EM-Stimmung, wie sie bei der WM 2006 zum Beispiel war im eigenen Land, die ist nicht so da. Und auch 2014, ne? 2014 auch, ne? Und da waren wir ja auch schon so Meckerei, ne? Das hat man gesagt, wir fliegen raus. Aber dann hat man wieder gewonnen. Ja. Und dann Brasilien da weggeballert und aber genau, ist alles nicht mehr. Und wir spielen ja gar nicht, also ich muss sagen, wir spielen gut, ich finde es schön. Das Spiel gegen Ungarn macht wieder richtig Spaß zuzugucken. Ja, aber auch das Spiel gegen die Schweiz. Ich meine, haben nicht gewonnen, aber als neutraler Zuschauer aber nicht kann verloren. Man, ja, aber ja. Aber als neutraler Zuschauer kann man auch sagen, ey, das war ein geiles Spiel. Das war an sich ein gutes Definitiv. Spiel. Definitiv. Und ich muss sagen, die Schweiz hat richtig geil gespielt. Vorne zu verkopft, die Deutschen. Teilweise. Oder nicht, ne? Weil der Harvard so oft mit dem Kopf. Aber Harvard hat sich auch ein bisschen aufgeregt, Alter. Der hat sich auch bei jeder Gelegenheit fallen lassen und dann nur über Tor geköpft. Dran vorbei. Ja, also muss ich staunen. Er musste erst mal wieder olle Fülle kommen und zeigen, wie man Kopfball ins Tor bringt. Aber geile Ding, ne? Lehrbuchmäßig, schön hochgespielt und der zack, steht ins in der Eck. Luft und ja. geile Ding. Auch Raum. Ja, tipptopp. Super. Kann man echt nicht meckern. Ja. Geil. Erinnert mir so ein bisschen, die wurden ja selber, haben sie ja schon gesagt, Neville Odonkor oder Odonkor Neville so rum verglichen. Aber ich finde auch immer so, auch wenn es Finale war, aber Schürrle Götze, ne? Auch so ein Ding, ne? Ja. Auch reingekommen und sowas macht es dann aus. Und das ist das Schöne zu sehen an der Nationalmannschaft. Bis in die letzte Minute war der Wille da, der Mut da, nach vorne zu spielen, den Ausgleich noch irgendwie zu schaffen, eventuell zu gewinnen. Aber dann halt bis zum Schluss dran zu glauben und dann auch belohnt zu werden. Und ich meine, auch gerecht, also dass mindestens ein Unentschieden bei rauskommt. Naja, kommt bei 50.000 Euro Prämie, ne, wenn sie Gruppensieger wären. Na, ich glaube, da denkt ein Spieler nicht während des Spiels dran. Doch. Natürlich. Nee. Ja. Na komm, Digga, wir müssen jetzt hier mal ein Tor schießen. Ich will die 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Ich habe schon was gekauft. Ich habe schon ein Auto gekauft. Natürlich. Naja, ich glaube, da verdienen sie alle in ihren Clubs mehr als genug. Da ist das sowieso nicht so. Aber gut, ist auch egal. Ist auch wurscht. Genau, komm aber nicht da. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, das Spiel hätte aber eigentlich meines Erachtens auch anders aussehen können. Das 1-0, was da, weil Musiala den da noch umholzt, da, wo der Bein zurückzieht. Ich finde, das ist kein Tor, was man zurücknehmen muss. Tut mir für Andrich leid, der einen schönen Fernschuss gemacht hat. Freut mich für Herrn Sommer, der da ganz schlecht aussah. Und zum Schluss sagen kann, er hat eigentlich nur den einen unhaltbaren Ball nicht halten können. Ja, ja. Das. Und nicht den haltbaren. Ja, aber gut, hast du. Auch so ein Schubser da, auch an der Seitenlinie. Ja, der ging auch kurz durchs Netz, ne? Das wurde nicht erahnt als Foul. Maxi Bayer, das Ding. Ja. Also, das sah aus wie mein Sumo-Ring. Ja. Ja, gut, ist so, ne? Das ist Schiedsrichterentscheidung. Und ich verstehe es sowieso immer nicht, dass, also ich meine, seit 100 Jahren gefühlt ist es ja so, dass die Spieler, wenn der Schiedsrichter eine Entscheidung pfeift, alle Spieler rennen zum Schiedsrichter hin. Ich meine, das haben sie ja jetzt, ja, finde ich ganz geil, das haben sie jetzt gemacht, dass sie Spielführer. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass wenn ein Spieler zum Schiedsrichter rennt, dass der seine Entscheidung daraufhin ändert. Verstehe ich auch nicht. Also, aber das sind Emotionen, ich glaube, das kann man nicht nachvollziehen in solchen Situationen. Aber ja, du hast recht. Was ich aber nicht verstehe, ist, wir haben ja jetzt, ist wie in der Bundesliga, wir haben jetzt den VAR und auch da haben wir den
Und in der Entscheidung sagt der, haben die ja auch gesprochen miteinander und wird dann wohl gesagt haben, so was wie, ja, ist, pff, oh, ist keine klare, vielleicht guckst du die an und er sagt dann, nö. Ach, ich habe jetzt ja keinen Bock, da rauszurennen, sind wieder 20 Meter, nee, die spare ich mir. Ja, also, versteht nicht, aber genau die Situation vorher mit Musiala, da war auch so, ey, du, Tor, ich weiß, aber da ist auch eine Sache, ah, keine klare, aber kickst dir mal an, da geht er hin und guckt. Ja. Also, das ist immer so, also, wenn man eine Linie hat. Die Welt hasst Deutschland. Ja, genau. Also, wenn man aber eine Linie hat, dann sollte man dir treu bleiben. Ja. Dann kriege ich mir einmal das Bild an und ich kriege wieder was aufs Ohr und dann kriege ich es mir nochmal an. Kann ich trotzdem bei seiner Meinung dann bleiben. Ja, ja, ja. Aber ist egal. Was sagst du? Es gab viel strittigere Entscheidungen, finde ich. Wie zum Beispiel aber, die Tschechen gegen die Türken. Ja. Das war auch nicht so dolle. Aber mal ganz kurz, was sagst du zum schönsten Eigentor? Ja, da sind wir wieder bei den Türken. Ja. Auch ein geiles Ding. Vor allen Dingen, Scheiße, der Star in dieser Szene ist für mich Cristiano Ronaldo. Ne, musst du mal drauf achten, wenn du dir nochmal anguckst. Ich weiß jetzt nicht, wer will zu Cristiano Ronaldo einen Laufpass spielen? Und das ist der Ball, der dann beim Abwehrspieler der Türken landet, der dann das Eigentor schießt. Und wenn man nur auf Cristiano Ronaldo in der Situation guckt, dann sieht man, wie dieser Pass so scheiße eigentlich gespielt worden ist, dass der sich so richtig aufregt. So wie er sich immer aufregt. Und jetzt im letzten Spiel, wo er da vom Platz her ist, der regt sich so auf, so wie kann man nur so einen scheiß Pass spielen? Der ist so in sich, mit sich selber am Haar. Ja. Und fuchtelt mit der Arme rum und schimpft. Und in dem Moment kommen die Mitspieler und feiern, weil Tor. Und er, was ist hier passiert? Ist einfach geil. Ist einfach eine lustige Situation. Aber ja, das war, sieht ganz unglücklich aus. Aber trotzdem, auch die Türken sind weiter. Finde ich auch gut. Auch die Türken sind weiter. Ja, und da muss man auch sagen, das ist halt eben das. Und die feiern auch richtig, ne? Die genau, feiern das richtig ab. Ne, da hast du einmal die Schotten, die müssen ja nun leider nach Hause. Die haben ja, haben ja ganz Köln leer gesoffen. Ja, und die, aber die haben auch Stimmung gemacht und tolle Bilder. Aber, ne? aber das ist auch so, ne? So die ganzen, ich sag mal, das finde ich halt auch gut, dass denn die EM um einige Teams erweitert wurde. Ne? Ist ja dann, ich weiß ja, 24 oder, ne? Oder 36 ist es ja erweitert worden. Dass dann auch kleinere Mannschaften mit dabei sind, die echt sympathisch rüberkommen. Ob das damals die Isländer waren, Griechenland, jetzt die Schotten und Georgien, super, dass die weitergekommen sind. Das macht doch einfach Spaß, dann zuzugucken. Ja, definitiv, finde ich auch. Und die auf jeden Fall auch ordentlich am Feiern und wurden hier ihr Herz und die Liebst von uns hier zu Hause, wie die hier aufgetreten sind. Und dann hat man noch die Niederländer. Oh, geil. Eigentlich immer eine totale Feindschaft zwischen den Deutschen und den Niederländern, ne? So eine Rivalität, aber wie die abgehen. Wahnsinn. In den Straßen. Wahnsinn. Und das finden alle geil. Ja, nach einem diesem komischen Song da, mit ihrem komischen Links-Rechts-Tanz, sieht einfach nur diese Massen, alle in Oranje. Das sieht schon geil aus. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, und bringt Spaß. Aber dann kommen die Türken mit einem Autokorso, weil sie gewonnen haben, verdient alle, weiter sind. Alle drei BMW-Tiger. Ja, und dann wird gehupt, weißt du, eine Hupe gestanden. Hup, um 0:30. Ja, aber ja. Egal. Ja, aber ist auch geil. Ist doch völlig geil. So, richtig, und aber da wird sich aufgeregt. So, und die Deutschen kommen weiter. Oh, super. Weiter. Ja, was für ein schlechtes Spiel. Im Achtelfinale sind wir raus gegen Dänemark. Da können wir nicht so spielen wie gegen die Schweiz. Ja, nix haben wir hingekriegt. Ja, hört mal alle auf zu meckern. Ich meine, ihr könnt alle meckern über die Deutsche Bahn. Ich bin ja dann gestern. Ja, tun sie auch. Ein Interview sehen mit der Schweiz. Was mögt ihr an Deutschland? Bla, bla, bla. Was mögt ihr an Deutschland nicht? Und die Bahn. Ja. Ey, du stehst da eine Stunde an dem scheiß Hauptbahnhof und es fährt nicht eine S-Bahn. Wir reden von der S-Bahn, wir reden noch nicht mal vom Fernverkehr. Wir reden von der S-Bahn. Digga, keine Ahnung, 5 Linien und 10 Züge, alle kurz, also dann steht immer eine Minute und dann kommt er die eine Minute ist dann weg und dann heißt es ja, der Zug fällt ein. Und in dem Augenblick, wo dann das wechselt, dann heißt es, ach so, nee, der Zug fällt aus. Nee, der Zug fällt aus. Und denkst du, Alter, nee, komm. Was ist los? Ey, wir haben EM. Ihr hattet keine Ahnung, 10 Jahre Zeit gehabt, euch darauf vorzubereiten. Und was passiert? Ach, wir müssen jetzt einmal hier ein Signal. Müssen wir erneuern. Sieht oder hübsch aus. Die Fans von Holland standen auf den Gleisen und haben links, rechts immer gemacht. Dazu kam nicht weiter. Haben die Weichen verstellt. Ja, wohin muss ich mir fahren? Da sind sie alle in die gleiche Abstellgleisrinne gefahren und immer, wenn sie rausfahren wollte, dann kam von hinten schon der nächste an die Rolle. Dann, oh, kacke. Na, dann ach, scheiße, die aus. Holländer. Nee, komm, ich mach jetzt Feierabend. Ja. Ah, ja, so. Ach so, aber generell, um mal kurz noch zu ergänzen, du hast recht, ne? 10 Jahre Vorbereitungszeit
und wir hatten es am Anfang des Jahres schon besprochen, die Straßen. Ich fahre ja nun viel durch Deutschland. Ich weiß noch, wie wir auf der, das war die war Berliner Ring. Das war Berliner Ring. Und dann geht's geradeaus weiter Richtung Polen und dann fährst du links rum weiter dann Berliner Ring. So, und da haben wir uns, wir sind zusammengefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wohin wir zusammengefahren sind. Und Mensch, hier auch schon so lange Baustelle. Und dann, ja, sagst du doch zu mir, das ist bestimmt wegen der EM, weil jetzt die Autobahnen alle schick machen wollen, wenn die ganzen Fans kommen und so weiter. Ja, am Arsch, die Auto, das ist immer noch Baustelle. Noch schlimmer, ich bin gefahren jetzt, wirklich alle 10 Kilometer kommt eine neue Baustelle. Also so Etappen überall, das ist immer wieder 60 oder 80 und zweispurig und dann irgendein Kloppi fährt dann noch im anderen auf der rechten Spur hinten rin und dann ist dann noch Stau und dann ist voll gesperrt und boah, und das überall, egal ob du nach, von Osten nach Westen fährst, vom Westen nach Osten, von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden, überall. Ja. Und in den Städten brauchen wir ja nicht drüber reden. Nein. Hannover-Katastrophe. Berlin. Sowieso Dauerbaustelle seit Jahrzehnten. Hamburg auch nicht besser. Nee. Also, es ist echt traurig. So präsentieren wir uns zum Glück nicht der Welt, nur den Europäern. Überleg mal, die ganze Welt wäre hier zu Gast, Alter. Da würde alles zusammenbrechen. Ja, vorbei. Das wäre Feierabend. Dann wäre hier 21 Uhr Spiel Brasilien gegen Uruguay. Fällt Stromausfall. Stromausfall. Ja, nee, ach, fällt einfach aus. Die kommen nicht, die stehen im Stau. Ja, genau. Ach Mensch, das ist was los. So, pass auf, lass uns mal kurz, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und wenn sie fliegen wollen würden, dann streiken halt die Flughäfen. Das passiert ja auch regelmäßig. Also, ihr lieben Brasilianer, ich kann euch dann empfehlen, fliegt von, was ist denn da? Brasilia und Rio de Janeiro, ne? Oder? Ja. Nee. Rio auf jeden Fall. Rio de Janeiro, ne? Das ist, genau, Buenos Aires ist Argentinien. Ich verwechsel die beiden. Genau, genau. So. Und Brasilia ist die Hauptstadt von Brasilien. Genau. Dort auch. Was ist und die Hauptstadt Rio von Australien? Auch? Die Hauptstadt von Australien ist Canberra. Oh, Alter. Ja, das, Was ist von Kanada? Ich bin in Erdkunde Ottawa. Oh, auch nicht schlecht. Ah, ich bin in Erdkunde nicht so gut, aber du hast die richtigen Fragen gestellt. Okay. Jetzt hör bitte auf, weil die nächste, glaube ich, weiß ich nicht mehr. ist ja auch fern. Ihr lieben Brasilianer, zur nächsten WM, wenn die in Deutschland ist, ich kann euch nur empfehlen, oder die ist in der Schweiz, fliegt mit Edelweiß. Sehr, sehr geil. Da kriegt ihr schön Snacks für umsonst und alles ist schick. So, verlassen wir mal kurz das Thema Fußball und EM. Meine liebe Dingens, Mandy, drück mal auf den Knopf drauf, wo steht Filme. Mach mal. Was? Ja. Aber warte mal, stopp, da bin ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Musst du ja nicht. Da muss ich mal kurz, ja, alle klar, Film und Fernsehen. Und Funk von mir aus. Mach mal. Ich hab nämlich was. Habe ich vorhin bei der Aufnahme vergessen. Bei der ersten, ja. Gelaunt Arbeit. Knallhart recherchiert und aussortiert. Top oder Flop. Wir sagen euch, was sich lohnt und was ihr getrost beiseite schicken könnt. Unsere Filmempfehlung. So, da sind wir auch schon wieder. Hier im Kinosaal. Im Kino von Gelaunt Arbeit. Kurz GIA. Anders, es gibt eine neue Staffel, endlich. Ich habe sehnsüchtig The Boys. Drauf. Yeah. Hast du schon was gesehen? Ja, die erste Folge, aber... Oh, ich noch nicht. Nein, ich sag nichts. Aber ich sag nur eins. Es war leider Gottes zu lange Pause dazwischen. Ich komme nicht mehr rein. Das heißt, ich muss mir die ersten drei Staffeln jetzt nochmal angucken. Oder vielleicht die... Ist, glaube ich, nicht schlimm. Nee, gibt Schlimmeres. Genau. Und, also wie gesagt, erste Folge habe ich mir angeguckt, es geht so krass weiter wie am Anfang. Und, genau, also wie gesagt, The Boys, neu auf Amazon, guckt es euch an. Die ersten drei Staffeln sind schon, also ich finde es geil. Ich auch. Also ich voll mein Ding. Aber, was ich jetzt mal kurz fragen muss, wenn du die erste Folge der neuen Staffel schon gesehen hast. Ich war betrunken und kann mich nicht mehr dran erinnern. Ist nicht schlimm. Ich habe im Internet, da können wir jetzt eigentlich fließend rein, Arbeit deckt im Internet, habe ich was gesehen und zwar gibt es dort einen kleinen Shitstorm über die Schauspielerin von, siehst du, ich bin auch so lange raus, wie heißt denn die Licht? Na hier, ich keine Ahnung, wie die heißt. Ja, also genau, die Licht-Dingsbums, die jetzt da oben an der Seite von Homelander. Wie heißt er denn hier? Homelander, genau.
Du musst auch mal die anderen Staffeln gucken, wa? Muss ich auch nochmal gucken. Ja, kann, besser genau. ist. Nee, bei mir ist es meistens so, ich gucke die ersten 5 bis 10 Minuten und dann komme ich rein. Dann schaltet die. Ja, aber da ist das Ding, ganz kurz nochmal, da ist das Ding, die Rückschau, die ist zu kurz. Für 3 Staffeln ist die noch nicht mal eine Minute. Ja, brauche ich gar nicht. Also bei mir kann die Story jetzt aber weitergehen und dann fällt es mir ein. Ja, du hast. Also ich weiß, was mit Butcher war. Was denn? Na, dass der sich, nee, ich darf nicht spoilern, aber der hier, ich zeig's dir. Der hat sich ja da extrem. Naja, ist okay. So, aber. Sprechen wir nächste Folge drüber. Genau, können wir gerne machen. Hier wird es hier Shitstorm im Internet und da möchte ich jetzt von dir entweder eine Zustimmung oder eine. Genau, dass du zustimmst oder dass du sagst, nö, ist nicht. Die soll wohl durch den ganzen Ruhm und Fame, vielleicht auch durch die Serie, vielleicht auch durch andere Sachen, ich weiß nicht, was sie sonst macht, bestimmt gut Geld verdient haben. Und sich jetzt so der ein oder anderen paar zu vieler Schönheits, nicht Operation vielleicht, aber auch Kuren, die sieht wohl sehr, sehr anders auf einmal aus. Weiß ich nicht. Kann ich dir nächste Woche sagen. Ich werde heute mal drauf achten. Also es ist richtig extrem. Ich habe auch Bilder gesehen, die sind Staffel 1 und Staffel 4. Dieser Unterschied sieht aus wie ein anderer Mensch. Ach echt? Ja, aber ich glaube, ich habe die am Anfang gar nicht erkannt. Glaube ich. Ich weiß es, aber ich weiß es nicht mehr genau. Und da auch hin zu Thema, ob das denn schön ist. Ne? Also ich empfinde sowas meistens ja als nicht schön, aber die Geschmäcker sind ja zum Glück unterschiedlich. Na gut, ich meine. Ich erinnere mich da immer hier an Megan Fox. Megan Fox ist eine, die das, damals. Das war eine Traumfrau. Oder? Siehste, ist genau meine Meinung und jetzt mag ich die nicht angucken. Transformers hat glaube ich, ne? Transformers, ja, genau. Gerade da war sie. Da war sie auch zu dem Zeitpunkt. Aber ich weiß auch, wie sie jetzt aussieht. Vielleicht ist es noch besser so. Genau. Ich kann nur sagen, nicht nachgucken. Einfach nicht mehr nachgucken. Behalte man so in Erinnerung, wie du sie hast. Ja. In den feuchten Träumen. So, hast du noch was im Internet entdeckt? Ansonsten würde ich jetzt Mandy bitten, auf den Knopf auf den O-Knopf zu drücken. Ja, nee, ich wollte vorher eigentlich nur mal fragen, von deinem Urlaub jetzt, dem reinen Urlaub, da hast du nichts erzählt. Nö. War nicht so geil, oder was? Doch, war geil. Ich bin auch ein bisschen braun geworden, das sieht man allerdings nicht. Ich wollte nämlich gerade sagen, weil so Farbe oder so, dafür, dass du gesagt hast, du bist da bei 40 Grad. Das liegt aber am Filter, den ich habe. Ist der Bleichmachfilter. Ist der Bleichmachfilter, genau, der Leichenfilter, the Bodyfilter. Nee, ich hatte mir, am Strand habe ich mir da so eine Liege und so einen Schirm geholt, bezahlt und eingecremt, Sonnenschutzfaktor 50 und dann bin eingeschlafen. So, und dann, ich habe mir aber, also eingecremt und dann habe ich mir die Badehose so ein bisschen, bis kurz über dem Charme, habe ich sie mir runtergezogen. Er hat Charme. Hat Pullermann gesagt. Hast du gar nicht. Nee, doch, jetzt gerade. Und hab mir dann da unten natürlich, weil ich vergessen habe, da einzucremen, habe mir da einen Sonnenbrand geholt, Alter. Und dann schön bis vom Bauchnabel so die rechte Seite rüber. Und oben am Arm genau das gleiche. Am Oberarm. Schön, auf einer Seite nur? Ja. Ich sah aus. Ah, da kann ich lustige Geschichte. Nein, brauchst du nicht. Doch, ich hatte damals gekommen, wie die Ton. Mandy, drück schon mal auf O. Während das läuft, kann Arbeit die Geschichte erzählen. Das Outro läuft 2 Minuten und die 2 Minuten geben wir ihm jetzt noch. Die schenken wir dir sozusagen. Ja, du bist so was von großzügig. Ja. Es kommt mir vor, als würdest du die Geschichte auch schon kennen. Nee, erzähl doch mal. Also, ich hatte damals einen Kommiliton zu Zeiten meines Studiums, wird ja der Wort Kommilitone schon eigentlich offenlegt. Der hatte in einer WG gewohnt und in seinem Zimmer war ein Fenster, das ging auf so ein Vordach raus. Also man konnte aus dem Fenster raus und landete dann auf so ein Vordach von so einem Wohnhaus. Und der war sehr sonnenaffin und hat sich gerne mal gebräunt und ist dann da rausgegangen, zu fast der gleichen Jahreszeit wie jetzt so ungefähr, und ist dann aber eingeschlafen. Aber nicht einfach nur so eingeschlafen, auf dem Rücken liegend und war dann rot wie eine Krabbe, sondern er ist eingeschlafen seitlich liegend. Das heißt... Aber wenn du Sonnenbad nimmst, dann liegst du irgendwie auf die Seite, Mann. Nein, aber der ist eingeschlafen, hat er sich rübergerollt, keine Ahnung, was wie's ich. Jeweils kam am nächsten Tag zur Uni und was schön in der Mitte fast. Two-Face. Ja, und wer den Schaden hat, braucht mit Spott nicht sorgen, ne? Ja. Ist blöd. Dann habe ich ja versucht, dann die andere Seite dann auch so hinzukriegen, da war ich in der Mitte ganz weiß und an beiden Seiten rot. Ja, das ist so wie Rallye-Streifen. Ja, genau. Gut, aber eine Frage habe ich noch ja, zu deinem Video. Und zwar,
wir hatten ja in der letzten Folge drin hören dürfen, da hast du ja live berichtet. Man hat auch den Wind gehört und du hast von Ozean und Wellen geredet und vor allen Dingen, dass du surfen gegangen bist. Ja, bin ich. Kannst du surfen oder wie soll ich mir vorstellen? Ich stelle mir dich so vor mit so einem kleinen Styroporbrettchen. Ja, genau, aus dem Strandshop, ne? Für 20 Euro. Können wir mal gehen. Nee. Ich hatte ja beim Flieger, ich hatte Übergepäck mit, ich hatte mein Surfbrett, das ich mir anfertigen habe lassen, auf meine Körpergröße, mein Gewicht und so weiter, auf meine Statur, habe ich mir mein Surfbrett dann mitgenommen. Schnappsig, Körperklaus. Ne, deswegen sieht es auch aus wie 1, 1, 1, wird bis zu 1,79. Am Arsch, mit 1,84. Nee, aber ich bin dann mit meinem Surfbrett bin ich dann ins Wasser und bin dann ein bisschen auf die Wellen geritten. Ein paar Sprünge gemacht, ein paar Saltos und so. Naja, was man halt so macht. Ne? Was man halt so macht. Zu ihm. Nö, einfach nur, ich wollte mich wieder ein bisschen freier fühlen, ein bisschen wieder the Spirit. Kannst du wirklich surfen? Ja, natürlich kann ich surfen. Okay, ich kann surfen. Ja, alles gut. Mandy, mach jetzt schnell, das wird jetzt hier zu den Team. Mach schnell jetzt den Knopf da, drück. Genau. Liebe Leute, das war's von der Folge Gilla und Abel. Ich habe die übrigens getauft, die Folge heißt Die Edelweiß-Piraten sind zurück. Und, Edelweiß-Piraten. Edelweiß. Weißt du übrigens, dass gibt einen Song auch, der Edelweiß heißt, war auch auf einer Netflix, ich glaube, das ist eine Original Netflix-Serie. Edelweiß, Edelweiß. Kennst du die Serie? Mit dem Soundtrack? Mit dem, The Man in the Highest Castle. Sag nichts. Das, ist egal. Das geht darum, dass die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und Amerika, dann in Amerika sind, bis zur Hälfte und die andere Hälfte ist von Japan regiert und so weiter. Also es ist eine ganz krasse Fiktion. Kann man sich aber auch mal gucken. Naja, dann siehst du ab dann sogar noch eine weitere Empfehlung, einmal The Boys of Amazon Prime und Robert mit. The Man in the Highest Castle. Siehst du, auf Netflix. Nee, auf Amazon, ich, der Affen. Ja, du solltest auf Netflix sehen. Auf Amazon. Netflix Original kann doch nicht auf Amazon laufen. Ich habe nicht gesagt Netflix Original, ich habe gesagt Amazon Original. Naja, es gibt Glück kein. Wir haben es ja aufgenommen. Wir haben es aufgenommen. Okay, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Gilla und Arbeit. Das war die 26. Folge aus der KW 26 im Jahr 2024. Die Edelweiß-Piraten sind zurück. Gilla ist wieder back. Er arbeitet immer noch. Und ja, genau. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau. Und wenn ihr mehr sehen, hören oder mit uns mal in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns gerne unter info@gillaundarbeit.de. Macht euch alle nackig. So, ihr Lieben, bis dahin, euer Gilla. Tschüss. Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.